Ich bin keine Spielerin, die ja unverspielt scheiß drauf. Wir stehen wieder auf und kugeln uns nicht noch fünfmal. Ich glaube, dass der Schiedsrichterjob kein einfacher Job ist. Manchmal ist dieser VAR halt ein Segen und manchmal ist es ein Fluch. Out of the box. Welche Rolle spielt Fairplay für dich? Fairplay ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es muss einer der Grundgedanken sein im Fußball. Bei allem Ehrgeiz einfach nicht zu vergessen, dass es einfach am Ende auch nur ein Spiel ist, bei dem es einfach darum geht, sich respektvoll zu begegnen, die Mitmenschen zu schätzen. Um den Geist des Fußballs, des Spiels zu bewahren, aber auch natürlich, wenn es darum geht, Verletzungen vorzubeugen. Ich bin keine Spielerin, die unverspielt. Ich unterstütze auch gerne meine Gegnerinnen, die dann auf dem Boden liegen, wenn sie sich verletzt haben, helfe ihnen auf. Wenn man mal aus Emotionen handelt, dann ist das so, aber man sollte sich trotzdem dann immer mal entschuldigen. Nicht unfair, nicht falsch und eben genau das, wofür wir stehen, dieses so, ach, es tut manchmal weh und scheiß drauf, wir stehen wieder auf und kugeln uns nicht noch fünfmal. Eine gute Schiedsrichterin für mich ist eine, die gar nicht so viel ins Spiel eingreift, auch mal vielleicht ein bisschen mehr laufen lässt und ja, nicht auf Gemecker eingeht, sondern einfach die Oberhand behält. Ich finde es sehr wichtig, dass Schiedsrichterin sich nicht von beiden Seiten irgendwie beeinflussen lässt, sondern einfach ihre Linie zu fahren. Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Da habe ich großen Respekt. Ich glaube, dass der Schiedsrichterjob kein einfacher Job ist. Man ertappt sich ja dann schon immer selbst und sagt so, oh Mann, das war doch offensichtlich. Und wenn man sich dann irgendwie 2 Stunden später nochmal anschaut, sieht es dann doch ganz anders aus. Manchmal ist dieser VAR halt ein Segen und manchmal ist es ein Fluch. VAR war ich zu Beginn nicht so ein großer Fan von, weil ich denke, dass wir 22 Spielerinnen auf dem Platz sind, die alle Menschen sind, die Fehler machen. Warum sollte es der Schiedsrichterin nicht zugestanden sein, auch Fehler machen zu dürfen? Aber gerade bei so kniffligen Situationen und 50-50-Situationen, auch Sachen, die die Schiedsrichterin nicht sieht, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn jemand an der Seite ist, der auch eingreifen kann. Aber dann sollte er auch richtig eingreifen. Grundsätzlich habe ich nur positive Erfahrungen mit dem VAR gemacht. Deswegen würde ich sagen, können wir einführen. Alle Spiele der Frauenbundesliga live bei Magenta Sport.